Willkommen zurück zu Let's Play Dead Rising 4. Heute oder jetzt machen wir mit Frank Rising weiter, oder wie es hier steht, Frank steht auf. So, Schwierigkeitsgrad normal. So, Dead Rising 4, Frank Rising. Habe ich noch nie was dazu gesehen. Aber wir spielen es jetzt. Nach dem gefühlt endlos langem Ladescreen. Ah, da. Komm! Rauf mit dir! Halt dir mal das Ziel im Auge. Frank! Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt in diesem DLC erwartet. Okay, scheinbar kämpfen wir auch nicht gegen die Zombies, sondern gegen alles andere. Aber wir sind ein deutlich stärkerer Zombie. Na komm her! Na, die schmeckt widerlich. Die Zombies greifen uns auch gar nicht an. Hier ist eine Ladung Frank für dich. So, also Frank Rising spielt anscheinend nach Abschluss der Story. So, wenn die Zombies uns nicht angreifen, dann lasse ich die auch mal leben. Schmausen, baue deinen Trefferzähler auf und setze bei Aufforderung F ein, um Gegner zu packen und dich zu heilen. Je höher der Trefferzähler und schwieriger die Gegner, desto mehr Gesundheit wird durch Schmausen wiederhergestellt. Frank kann zum Heilen keine Nahrung mehr aufnehmen, er zehrt aber vom Thrill des Gegners. Ach, da lebt er noch. Aua, komm mir nicht so. Das tut weh. Nach Beute jagen. Hier ist meine Beute. Ja, widerlich. Da war eben eigentlich der Krieg, bevor Frank sozusagen gestorben ist. Und wie kommen die jetzt hier plötzlich her? Aber ich kotze dich an. Ach, du kommst jetzt mal her. Nein, falsch. Entschuldigung. Jetzt entschuldige ich mich auch noch bei den Zombies. Weg da! Au, falsch! Die Zombies sind nicht allzu gut, glaube ich. Ah, wie schmeckt dir das? Ich weiß auch nicht, wie lange dieses DLC geht. Aber so viel ich weiß, ist es relativ kurz. Ich glaube, es gibt ja nicht mal eine Prozentanzeige, nö. Oder zumindest ist hier gerade alles gesperrt. Platz da.
Ach, ich mach's. Ich bin ein schlauer Zombie. Irgendwie. Was habe ich denn da jetzt markiert? Haben wir hier vielleicht nur die... Oh, wir haben scheinbar nur die die Mall zur Verfügung gerade. So. Und runter hier. Okay, wir kriegen noch Fallschaden. Ach, jetzt stirb doch mal. Und schrei nicht so. Wo sind denn hier noch welche? Da vorne irgendwo. Ja, hier. So, das waren alle. Schwarzer Bildschirm? Kommt noch was? Irgendwann mal? Bitte? Spiel? Ah, ich habe einen Stand... Okay. Ganz schön leise irgendwie. Frank. Runter! Doktor, ich habe Sie verstanden. Und ich möchte Ihnen auch glauben. Aber Frank ist Geschichte. Nein, nein, meine Behandlung schlägt an. Er zeigt zahlreiche menschliche Anzeichen. Reagiert auf Licht, Stimmen, Hitze, spricht im Schlaf. Bart Hammond, schauen Sie ihn doch an, er hört uns zu. Er verspeist Leute. Wir nehmen ihn nicht mit. Also, erlösen Sie ihn einfach. Kommen Sie, sobald Sie können, zur Farm. Mr. West? Ich will Ihnen helfen. Aber Sie müssen mir zeigen, dass Sie noch da drin sind. Im Raum ist ein Schlüssel versteckt. Öffnen Sie die Tür damit. Los, aufstehen! Hier. Gut, gut. Öffnen Sie jetzt die Tür. Mein Gott. Okay, hören Sie. Das Pentagon weiß, dass Obscurus es versaut hat. Und jetzt wollen sie die Stadt mit einem Luftschlag vernichten, um das zu verdecken. Countdown. Es gibt keinen Ausweg. Wer in Willamette ist, wenn die Bomben abgeworfen werden, wird ausgelöscht. Setze deine Zombie-Fähigkeiten ein und deine menschlichen Kontakte ein, um dich zu heilen und einen Weg aus der Stadt zu finden, bevor der Timer abläuft. Hinweis. Das Sterben im regulären Spielgeschehen setzt den Timer nicht zurück. Also, stirb einfach nicht. Ist ja toll. Ich glaube, es gibt einen Weg, sie zu heilen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier raus, bevor Hammond uns beide umbringt. West, verstehen Sie mich überhaupt? Können Sie es mir aufschreiben? Den Mittelteil habe ich irgendwie verpasst. Sie Arsch! Wenn Sie leben wollen, hören Sie auf mich. Verlassen Sie den Bunker durch die obere Tür. Los, jetzt! Also diese hier, oder auch nicht. Also diese, hier ist keine Tür. Dann wohl diese hier. Okay, Timer, 1,5 Stunden. Gehen Sie ganz bis zum Ende. Einen kleinen Moment. Auch wenn ich den nicht habe. Ich fühle mich nicht besonders. Wohl eine Nebenwirkung meiner Methode.
Medikation. Scheint auch die Vorzüge des Daseins als Zombie zu unterdrücken. Aber ich habe eine Idee, wie wir die zurückbekommen können. Auf die Zombies mich eigentlich an, ich weiß es nicht. Ja, leider ja. Okay, weil Frank wieder menschlicher wird, glaube ich. Ah, okay, aber wir können nur noch schlagen. Wir haben die anderen Zombie-Fähigkeiten nicht mehr. Wir können nicht mehr schreien, gar nichts mehr. Das sollte hier nicht einfach so rumliegen. Finde ein tragbares Auto. Okay. Warum wollen wir die Zombies ans Leder? Die müssen sie für einen Menschen halten. Faszinierend. Na super. Klasse. Jetzt wollen mich alle killen. Ja. So, hier vorne ist irgendein Fragezeichen. Organkühler. Ah, wir können... Okay, es gibt hier doch Sachen. Ja, okay, wir müssen Sachen finden, um besser wohin zu sein. Jetzt? Da oben, dann nach links. Ja, Upgrades für uns. Wie heile ich mich denn? Ich glaube jetzt nicht, dass Frank noch Sachen... noch irgendwas ist. Sollte schon in Sichtweite sein. Carlos Überreste sind noch da. Sehen Sie den Wespenschwarm? Schauen Sie sich ihn näher an. Gleich. Barnabys Dateien. Ach nö. Alle Zombies töten. Warum ist das jetzt zugegangen? Aua. Mann, ist ja widerlich. Ich lieg genau neben Holder. Also neben dem toten Holder. Okay, ich habe irgendeine Attacke. Ah, okay, Frank kann noch essen. Weg mit euch. So, ich esse hier erstmal. Ihr den verbesserten Zombie bitte. Na gut. Zack. Daneben. Ich will nicht von einer Forschungswespe gestochen werden. Tun Sie's, Frank. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was passiert. Ja gut, absorbieren. Wie fühlen Sie sich? Zappelig. Sie verändern gerade die DNA Ihrer Zombie-Parasiten. Sowas habe ich bisher nur bei Zombies gesehen, die mit Barnabys Gerät behandelt wurden. Oh, Mist. Ich glaube, ich weiß, was hier vor sich geht. Ich war in Barnabys Labor. Okay. Denk nach. Denk nach. Barnabys Maschinchen. Da war dieses Geräusch und muss wogegen gestoßen sein. Ein Summen. Und Leuchten. Und mehr. Mist. Anfallen. Durch Anfallen kann die Lücke zwischen dir und deinem Gegner geschlossen werden. Halte G gedrückt, um dein Opfer anzuvisieren und dann und lass los, um es anzufallen. Die Anfallen-Fähigkeit eignete sich perfekt zum Entwaffnen von Gegnern, die zu stark oder zu gut geschützt sind. Sammle Prinzessinnen-Wespen, um deine Anfallen-Fähigkeiten zu verbessern und dein Zombie-Potenzial voll zu entfalten. Hey. Also, jetzt kommt ja ein Tutorial. Das brauche ich doch wirklich nicht. Nee, stehen bleiben. Verfluchte! Was ist los? Bösewichte! Da werden wir noch. Ja.
Ja, dann geh mal in Deckung. Hab sie! Na komm, steh auf. Und jetzt esse ich dich. Los jetzt! Angreifen! Verrecke! Okay, der hat ein Schild, bei dem geht das nicht. Irgendwie geht das gerade gar nicht. Aber bei ihm. Und dich esse ich. Mir egal, ob du ein Schild hast. Mr. West, Sie dürften enormen Wert für die Zombie-Wissenschaft haben. Schön und gut, okay. Trotzdem möchte ich nicht unbedingt Leute fressen. Sprachen Sie nicht von einem Heilmittel? Ja, natürlich. Aber hier, ich öffne das Tor. Nehmen Sie den Fluchttunnel zum Old Town Notbunker. Ich habe eine Idee, aber Sie müssen sich ranhalten. Bin unterwegs. Na dann, los. Was zum... Ah, da schwirrt noch eine von Barnabys Wespen in der Mall herum. Ja, einzelne Wespen sind eigentlich unreife Königinnen. Ah, dann ist das eine Prinzessin. Süß. Sie sollten sie fangen. Sie könnte einen kleinen biologischen Effekt auf sie haben. Okay, Mission. Minigame. Ein Geschenk für dich. Hat der mich gerade Arschloch genannt? Ach, du kommst erstmal so her. Und du noch. Okay, das wäre geschafft. Aber hier machen wir dann im nächsten Part weiter.